ist Wolfgang Knitschke. Ja, bevor es losgeht, meine Damen und Herren, muss ich mich selber immer noch ein bisschen in Stimmung versetzen. Ja, so. Nein, halt, stopp, fehlt noch was. So. Und noch eine positive Meldung zu Anfang, und zwar aus dem Kölner Stadtanzeiger von letzter Woche, wobei die Überschrift eigentlich schon reicht. Priestermangel verschärft sich. So, Stimmung Hammer. Es kann losgehen. Angela Merkel. wenn er blendet, müssen Sie sagen. Ich kann auch so machen, oder soll ich so machen? Nein, heute wird gequält. Das bleibt jetzt hier so stehen. Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle die Autobiografie von Eduard XY Zimmermann vorstellen. Auch ich war ein Gauner. Hätte auch gut dazu gepasst. Ich meine, oder wäre Ihnen lieber gewesen, ich, Daisy, Bekenntnisse einer Hundedame, meine Damen und Herren. Könnte alles drei vom selben Autor sein, meine Damen und Herren. Aber dann habe ich mich doch für dieses metaphysische Funkenmariechen entschieden. Angela Merkel, meine Damen und Herren, mit ihrer ominösen Schrulle, mein Weg. Ja, mein Weg. Und meine Überschrift hier heißt, jetzt dürfen Sie ja überall hin. Meine Damen und Herren, man kann nicht gerade behaupten, dass es sich bei dieser Verbalbulimie um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Das Buch ist nur so überflüssig wie eine Warze. Und deshalb muss es auch besprochen werden. Es ist dadurch nur nicht weggegangen. Das hat sie im Übrigen auch gar nicht selber geschrieben. Könnte sie auch gar nicht, weil es nämlich ein Interview ist, das ein Dr. Hugo Müller-Fock mit ihr gemacht hat. Dr. Hugo Müller-Fock. Wenn Sie alles heute Abend vergessen, meine Damen und Herren, den Namen. Meine Damen und Herren, manchmal muss man sich im Internet nicht mal blöde googeln. Informelle Mitarbeiter kann man sich genauso sparen wie kurze Anrufe beim BKA, Kommissar Rex oder bei der Sitte, weil es nämlich offen schwarz und fett im Klappentext hier steht. Dr. Hugo Müller-Fock arbeitet seit 2001 als Kommentator für verschiedene große Zeitungen, unter anderem für Die Welt am Sonntag, Die Bild, Die BZ und Super Illu. Insider nennen auch liebevoll den Hühner-Hugo aus dem Springerstall. Aber das nur vorweg. Neunmal, meine Damen und Herren, neunmal hat sich Hühner-Hugo nach eigenen Angaben mit Angela Merkel getroffen. Andere Hugos würden sowas nicht gerade an die große Glocke bimmeln. Nur er muss auch noch ein dickes Buch draus machen. Und Hühner-Hugo fragt an. Konnte man mit Kohl 8 Jahre so eng zusammenarbeiten, ohne sich zu sehr anzupassen? Da will man ihr was Gutes, doch die Zone schnallt es nicht. Was heißt anpassen? Ich habe in den 8 Jahren viel gelernt. Und so hakt Hühner-Hugo hilfreich nach. Kann man das von Kohl lernen auf ein paar Begriffe bringen? Kann man, zwitschert die Zone wie aus einem Volke. Und zwar die Bodenhaftung behalten, den Wert des Persönlichen in der Politik schätzen und nicht so viel Anonymität aufkommen lassen. Tja, und so ist es auch, nicht? So kann halt nur ein ausgewachsener Klon von Helmut Kohl daherquatschen. Sie sehen, es geht auch alles ohne Stammzellenforschung, nicht wahr? Meine Damen und Herren, Gottes Wege sind unergründlich, sagte schon Johannes Heesters. Angelas Wege aber auch. Nur eines ist noch unergründlicher und das sind Angelas Gedankengänge. Hühner-Hugo fragt an. Nun wird den C-Parteien immer wieder vorgeworfen, dass C sei eine Anmaßung. Man tue nämlich so, als habe man Gott automatisch auf seiner Seite.
Darauf Angela Mein Gott Merkel: Das ist Ausdruck eines groben Unverständnisses über das Bild, das Christen sich von Gott machen. Wenn Sie jetzt den Satz nicht ganz verstanden haben, dann liegt das nicht an Ihnen. Ich musste auch dreimal drüber und habe ihn bis heute nicht kapiert. Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht den Fehler machen und diese Perle aus der Uckermark unterschätzen. Egal, brutto wie netto. Unterm Strich zählt nicht, was die im Suff irgendwem erzählt hat, sondern was sie wirklich autorisiert geschrieben hat. Zum Beispiel sowas hier. Vor lauter Globalisierung und Computerisierung sollten wir nicht die schönen Dinge des Lebens wie Kartoffeln und Eintopfkochen vergessen. Meine Damen und Herren, ab heute Abend, spätestens ab heute Abend, können Sie nie mehr rausreden, davon habe ich nichts gewusst. Dankeschön.